Ich, Peter K., möchte nämlich ganz herzlich Johann K. gratulieren zum 17. Geburtstag. Ich glaube, du schließt dich an. Einer der größten des österreichischen Fußballs. Und ich habe mir gedacht, da wäre es doch ganz nett, 11 Pub-Quiz-Fakten über Hans Krankl zum 17. Geburtstag Das ist nicht Pubquiz, oder? Eigentlich habe ich hab nicht Pub-Quiz-Frage dann dazu, aber zuerst Okay, habe ich 11 mach Fakten. die Fakten, sehr cool. 11 Pub-Quiz-Fakten über Hans Krankl zum 70. Geburtstag. 1. Als der junge Hansi im Wiener Lokalpark beim Kicken erstmals von einem Rapid-Scout entdeckt wurde, hielt ihn dieser für einen Tormann. Bei der Hobbytruppe FC Fani von Skender Fani stand Krankl nach seiner aktiven Karriere tatsächlich immer wieder im Tor. 2. Krankls Vater war Schiedsrichter und Straßenbahnfahrer. Papa Krankl war also sicher stolz, dass Junior Krankl seine Fußballkarriere beim KSV Straßenbahn begann. 3. Hans Krankl ist gelernter Automechaniker. 4. Als Hans Krankl 1977-78 mit 41 Toren den Bundesliga-Saisontorrekord für die Ewigkeit, Marc Janko gefällt das nicht, aufstellte, erhielt er den goldenen Schuh als bester Torjäger Europas. Aber nicht den österreichischen Meistertitel, den holte die Austria mit 14 Punkten Vorsprung auf Rapid. Punkt 5. Nachdem Hans Krankl 1978 Deutschland mit 2 Toren in Córdoba aus dem WM-Turnier kickte, veröffentlichte eine Zeitung seine Telefonnummer. Es war die Deutsche Bild. Details über Telefonbeschimpfungen deutscher Fans sind nicht bekannt. 6. Bei einem 11:1-Sieg über den GAK am 22. Juni 1977 traf Hans Krankl 7 Mal und stellte 2 Rekorde auf. Die meisten Tore eines Spielers in einer Partie der österreichischen Bundesliga und den schnellsten Bundesliga-Hattrick aller Zeiten. 58., 59., 61. 7. In den 1990ern war Hans Krankl der Nachtfalke als Moderator einer eigenen Radiosendung auf Radio Wien. 8. Krankl wechselte 1978 für 12 Millionen Schilling zum FC Barcelona. Als Rapid ihn 1981 für 9 Millionen Schilling zurückholte, führte der Verein den Krankl-Schilling ein. Jedes Eintrittsticket kostete einen Schilling mehr, um die Ablöse stemmen zu können. Punkt 9. Hans Krankl verhalf als Teamchef 41 Spielern zu ihrem Nationalteamdebüt. Darunter unter anderem Andreas Iwanschitz und Roland Linz, aber auch Thomas Höller und Rolf Landerl. 10. Hans Krankl veröffentlichte meist unter dem Pseudonym Johann K. Lieder und Alben. Am öftesten ist der Sänger Krankl dank Elisabeth Tisbierer zu hören. Lonely Boy oder, wie man es besser kennt, Ich bin ja so allein, ist Titelsong des Dinners der Boomer und Babyboomer namens Liebesgeschichten und Heiratssachen im ORF. 11. Die Tochter von Hans Krankl, Maria, hat ein Kind mit dem heutigen Rapid-Sportdirektor Markus Katzer. Sehr schön. Du, und danke an dieser Stelle an den Kollegen Harald Brandl von der Zwarer-Konferenz, der auch bei LOL 1 tatsächlich angestellt ist als Redakteur, und das also in erster Linie, aber Podcast oder auch wie auch immer. Der hat nämlich zum 60er von Hans Krankl was zusammengestellt und ungefähr die Hälfte dieser Fakten oder Ach drei Viertel habe ich so. daher. Quiz. Hans Krankl spielte 1971 sowie von 1972 bis 1978 und zwischen 1981 und 1986 für seinen Herzensverein Rapid. Warum verließ er im Winter 1986 Hütteldorf? A. Er hatte seinen Stammplatz verloren und wechselte zum Wiener Sportclub. Aus dieser Zeit ist folgendes Zitat überliefert: Ein Hans Krankl sitzt nicht auf der Bank. Es ist schade für mich, aber auch für Rapid. Ich liebe diesen Club. B. Hans Krankl hatte einen Disput mit Trainer Otto Baric, weil der ihn mit fortschreitendem Alter auf der Zehner und nicht mehr auf der Neuner Position sah. Krankl wollte Goalgetter und wechselte im Winter zum Wiener Sportclub. Aus dieser Zeit ist folgendes Zitat überliefert: Ein Hans Krankl schießt Tore. Tore schieße ich aber nur dann, wenn ich im Strafraum bin. Hans Krankl ist kein Mittelfeldspieler. C. Hans Krankl wollte nicht mit auf Wintertrainingslager fahren. Es stimmt nur eine Antwort. Ich habe keine Ahnung. Die erste Antwort hat mir am wenigsten gefallen, weil die wirkt so erfunden von dir. Ja. Die zweite wirkt erfunden, weil auch ein Zitat dabei ist, würde aber vom Okay. Zitat her gut passen, das ist echt C. Du hast völlig recht. Er wollte nicht aufs Er Trainingslager. wollte nicht aufs Trainingslager fahren. Es ist wirklich interessant. Rapid Wien hätte im Winter 86 nach Tadschikistan auf Trainingslager fahren sollen. Das war der Plan. Und die Spieler waren voll dagegen. Also die wollten es überhaupt nicht. Und Komisch. haben interveniert, und dann der Hans Krankl hätte halt vor allem intervenieren sollen. Und es war dann aber so, dass am Ende des Tages alle eingeknickt sind, weil sie Angst gehabt haben vor Gehaltseinbußen oder vor Kündigungen. Also da war Harry Weber, Feurer auf jeden Fall, Funky Feurer, Entschuldigung, Funky Feurer waren da dabei. Und Krankl ist aber stur geblieben, so wie er ist, und hat dann tatsächlich die Kündigung ausgesprochen bekommen. Hat aber offiziell dementiert, gekündigt worden zu sein, und gesagt, dass er freiwillig gegangen ist.
Und da ist ein Zitat von ihm überliefert, wo er sagt, es ist so ausgegangen, wie es ausgehen musste, als der Gerechtigkeitsfanatiker verrückt und depperte, der ich bin. Also er hatte nicht anders gekonnt, als dahinter zu stehen. Und er hat schon gemeint, dass er wirklich nie gerne auf Trainingslager fahren wollte, aber dorthin auch wollte er der Technik, die mit Angst vor Krieg dort vor Ort gehabt und wie auch immer. Und Krankl war damals aber alles andere als schlecht. Er war mit 19 Toren Führender der Torschützenliste in der Bundesliga damals. Also eine sehr, sehr interessante Geschichte.